fast letzten Teile von Siddiq, dem großen Buddeln. Ja. Mit Amiz und mir, dem Vito. Und ja, wir nähern uns Le Grand Final. Und dem heimlichen Star des Spiels, der Schaufel. Und damit wir es hinter uns haben, erkläre doch mal noch, was neben der Schaufel noch in seinen Hosentaschen steckt. Stoßzahn, Taschenlampe, Kieferknochen, Peilgerät, diverse gravierte Stäbe, unter anderem der Stab des Schöpfers. Schaufel, grüne Lebenskristalle, der Brustkorb, die gravierte Platte und das silberne und goldene Zepter. Der Stab des Schöpfers nicht zu verwechseln mit dem Hörnchen des Meisters. So, wir sind ja jetzt hier rumgeirrt auf der Suche nach einem Stück Sand mit Wasser, wo wir ein defektes Maschinenteil finden werden. Und das ist auf der Karteninsel. Jo. Nee, warte mal, dann ist ja Kartenbahn sogar richtig. Jo. So, einmal in die Hamsterkugel. Trink. Naja, das hatten wir ja gesagt, das Rumeiern, das könnte jetzt das Team Hamsterkugel, was wahrscheinlich schon rotzbesoffen in den Seilen hängt, kann sich das jetzt diesmal schenken. Wen hatten wir als Alternativteam gehabt? Team Schaufel gibt es und Team Hamsterkugel. Hamsterkugel. Na gut, Team Schaufel, ja, die können eigentlich sogar noch Auto fahren. Ja. Und zwar, so, ja, nur hier raus hier. Vorsprung. Durch Technik. So, und zwar Öffnung. Nee, warte mal, Öffnung. Doch, Öffnung. Nee, Öffnung war nicht richtig. Da waren wir schon dreimal. Wir müssen zur Höhle. Genau. In die Höhle. Höhlenwelten sind nicht für ihre Weitläufigkeit bekannt. Zitat Gornorlut. Fängt Gott die nächste Woche die Ferien vorbei? Hier in Berlin? So, und jetzt müssen wir genau zur Grube. Na, an was Strandiges. Nee, da war die Karte, das war falsch. Robbins, Nein, nicht Maggie. schon in Ordnung. Kammer, wir müssen. Hier, dann war es hier. Wir müssen durchs Nest durch. Zwar müssen wir hinten hin, wo die Quelle war. Dieser Wasserfall. Wo wir mit Maggie zum Schluss standen. Wo wir eigentlich Ach schon so. komplett richtig waren und dann aus irgendwelchen Gründen weggegangen sind. So, das heißt, wir standen die ganze Zeit daneben. So, Tür. Gehen wir mal hier durch die Tür. Ach nee, warte mal, da sind wir hergekommen. Ah. Ja, wir standen direkt die ganze Zeit daneben. Nee, 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 das war schon richtig hier, Nest. Genau, so, jetzt sind wir nach rechts. Tür. Da ist noch eine Tür. Sehr schön. Eigentlich nur ein Loch in der Wand, also rechts neben dem, da wo Mickey gefangen hat. Genau. Und hier gibt's Strand oben, das Dreieck. Sehr gut. So, und Maggie, da ist komm schon es. rüber. Einstecken. Ja. Jetzt geht's. Noch sind wir am Hinlaufen. Ach so. Also zumindest low, large low an Geschwindigkeit dahin. Kommt Mickey hinterher oder? Jetzt kommt sie auch nach. Sehr schön. So, genau, und hier ist jetzt irgendwo Maschinenteil, da ist es doch. Genau, also da gibt es ein so ein Feld, der sieht ein bisschen zweifarbig aus. Vorher war da noch nicht Ich würde zu anklickbar, gerne wissen, jetzt was kann man ihn passiert, wenn anklicken, ich da das steht Teil wieder Maschinenteil. dahin bringe, wo es hingehört. Na dann, stecken wir das an. Keiner weiß wohin. Im Fall geht's weiter, also. Ja. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so. Dass wir die anderen alle zurückholen aus ihrer Geistesdimension und die uns den Raumhafen bauen. Das stinkt nämlich ein bisschen sehr nach Cliffhanger. Dass da ein zweiter Teil angedacht war. Dass wir die zurückholen und. Nicht wirklich. Naja.
Also wenn, dann eher eine Serie. Oder eine Serie, ja. Das kann natürlich auch sein. So, was brauchen wir? Wir brauchen hier wieder durch die Tür. Wir müssen jetzt zur Kathedraleninsel, da war nämlich diese Maschine. Genau. So. Die Kathedrale. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass es über die Lichtbrücke schneller geht. Puh, da hat das Team Hamster-Ghoul ja nochmal Glück gehabt. Haarscharf an der Leberzirrhose vorbei. Hicks. Genau, Bio-Wodka, damit man eine gesunde Leberzirrhose bekommt. Aha. Ja. Und ihrem freundlichen Russen nebenan, oder was? Nee, der Russe ist da nicht so. Das ist mehr so Hipster-Zeug aus Deutschland. Bio-Wodka. So, warte mal. Was passiert eigentlich, wenn ich hier den Stab des Schöpfers da mal die Kombination eingebe? Vom Kartenraum? Was haben wir denn da? Grünes Sechseck, rote Pyramide, blauer Klops, blaues Sechseck. Genau. Das ist merkwürdig. Tut doch mal. Jo. Ich hab's schon wieder vergessen. Achso, das hatten wir schon. Hatten wir uns schon angeguckt. Na, ja, da kommt doch dann das Maschinenteil. Ach so. Dieser aussagelose Strand mit Maschinenteil, da kam doch dann. Ach so, na dünn. Genau. So, rauf auf die Lichtbrücke. Hätten wir vorher gewusst, was man mit Licht alles machen kann, hätten wir uns die Bahn schenken können. Tolle Außerirdische. Genau solche Stümper wie auf der Erde. So, wo war jetzt die Maschine? Die war unten am Strand, ne? Ne, die war oben irgendwo. Die war oben? Labor, Verzauber. Genau. Nicht gelogen. Ah. Geht doch. Jetzt geht er da unten lang. Jetzt geht's. Ich klicke unten an, der latscht nach oben. Stimmt, man kann ja von zwei Enden rein. Richtig. Now I got the point. Oh, er geht von alleine nach unten. Das ist angenehm. Sehr nett von ihm. Er latscht schon automatisch komplett zur richtigen Stelle. Das ist noch schön. Bring kommt an. Mhm. Wo waren Sie? Wo wir waren? Ich brauche Ihre Kristalle! Und zwar alle! Und zwar sofort! Kommen Sie, Brink. Wie viele Kristalle kann ein einzelner Mensch benutzen? Doch nicht für mich! Sie Ignoranten! Ich brauche sie für meine Maschine! Für die Wissenschaft! Forschung! Rücken Sie sie raus! Maschine? Wovon reden Sie? Ich habe genug vom Reden! Ich werde nicht zulassen, dass mich irgendjemand von der größten wissenschaftlichen Entdeckung der Geschichte abhält! Ich habe nur noch ein paar Kristalle übrig, Brink. Aber wir können gerne teilen, wenn Sie wollen. Ich will alle! Sie haben nicht geteilt, Lo! Ich habe sie einfach genommen. Ihr Glück, dass Sie nicht gegen mich gekämpft haben. Ich hätte sie dafür umgebracht. Aha. Sie hätten es versucht. Lass mich raten, das ist der Punkt, an dem Sie verschieden. Sie beide werden nicht mehr als eine Fußnote in der Geschichte meiner Errungenschaften sein. Er hat das Maschinenteil nicht beschädigt, oder? Nein, hat er nicht. Und, er hat wieder zwei Hände. Aha. Ja, er hat sich ja gleich die Suppe draufgeschüttet. Oh, kein Wunder. Das ist dann der Punkt, an dem die verschiedenen Enden entstehen, oder? Nicht ganz. So, benutze Maschinenteil mit Lücke in Maschine. Es passt. Aber die Maschine arbeitet immer noch nicht. Oh. Hat der Außerirdische uns angelogen? Oder braucht die Maschine noch etwas zum Laufen? Wahrscheinlich schon. So. Hier können wir nichts mehr machen. Jetzt müssen wir wieder zu Lichtbrücken. Oder wollen wir Bahn fahren? Nein. Lassen wir die Armen mal in Ruhe. Die haben, glaube ich, genug gelitten. Dieses Let's Play. Wir nehmen die Lichtbrücken. Zumal ja auch in der Mitte der Lichtbrücken dieses Hexa-Penta-Dingsbums sein soll. Genau, stimmt. Das können wir dieses Einwegtor. Das müsste ja inzwischen auch schon etwas weiter sein. Mit der
je mehr Brücken man hatte, desto besser wurde es ja oder so. Genau, das können wir uns jetzt mal wieder angucken. Das ist eine super Idee. Vielleicht kann man ja auch mal durch. Ich latsche jetzt wieder oben durch das Labor nach draußen. Ja. So, Lichtbrücke. Das Auge wird das jetzt genannt. Hm. So. Ah ja, jetzt ist da ein Höhleneingang zu erkennen. Mhm. So. Lupe. Untersuche das Auge. Ich kann die Oberfläche fast spüren. Raus. Ja, raus ist richtig. Na, wo ist denn hier raus? Da ist raus. So. Gruftinsel. Wo ist sie? Da. Wir müssen nämlich Brink noch ein bisschen auf den Sack gehen. Der freut sich doch immer über Besuch und Ablenkung. Jetzt gibt's volles Hund aufs Maul. Will er nicht gerade herkommen? Nee. Stimmt, sieht nur ähnlich aus. Irgendwann ist dem Zeichner dann die Fantasie ausgegangen. Inneres, genau, da ist er doch. Maus, jetzt. So, durch das Loch in der Höhle. Herüber zu Brink. Nee, okay, ist doch noch nicht ganz nachgewachsen, die Hand, aber fehlt nicht viel. Ist das jetzt dieses Deadpool-Händchen oder was? Ja, sieht aus fast. Darin muss er sich gigantisch anfühlen. Mhm. Wer Deadpool nicht kennt, unbedingt. So, jetzt quatschen wir mit ihm, Maschinenteil. Ich glaube, ich weiß, welches Teil bei Ihrer Maschine fehlt. Sie wissen überhaupt nichts. Sie sind kein Wissenschaftler. Sie sind nur ein exerzierender Zinnsoldat. Ich glaube, es ist das gleiche Teil, das der Generator brauchte. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu der gesamten außerirdischen Technik hier. Der außerirdische Erfinder hat es versteckt, weil ohne das Teil keine der Maschinen funktioniert, die er für gefährlich hält. Warum sollte der Erfinder von Lebenskristallen sie für gefährlich halten? Weil sie sich mit den Kristallen so gut fühlen, dass sie ihr Leben übernehmen. Sie sind nur noch daran interessiert, mehr davon zu finden. Er hat gesagt, das sei sein zweitgrößter Fehler gewesen. Und der größte Fehler? Das Auge. Sie und Maggie wollen mir also einreden, dass ich verrückt bin? Aber Sie wollen einen noch größeren Fehler begehen? Ich schlage Ihnen ein Geschäft vor, Brink. Ja, so wie unsere letzte Abmachung. Ich habe meinen Teil eingehalten, aber Sie haben einen Rückzieher gemacht. Ich habe keinen Rückzieher gemacht, ich wollte nur erst mit Ihnen darüber reden. Keine Abmachungen mit Lügnern und Dieben. Tja. Brink, um diese Maschine zum Laufen zu bringen, brauchen Sie, was ich habe. Aber wenn sie funktioniert, werden Sie auch genügend Kristalle haben, richtig? Sie könnten sie mit uns teilen und es würde Sie überhaupt nichts kosten, stimmt's? Vorausgesetzt, Sie haben das fehlende Teil, ja. Das ist die Abmachung. Ihre Maschine, mein Teil. 50-50 von den Kristallen. Ich weiß, dass Sie vorhaben, mich zu betrügen. Wir werden nicht mal in die Nähe der Maschine gehen, sobald sie läuft. Sie teilen die Kristalle auf. Was hält mich dann davon ab, alle zu behalten? Ich habe eine militärische Ausbildung, Brink. Egal wie gesund und stark Sie auch sind, wenn ich beschließen sollte, gegen Sie zu kämpfen, dann werden Sie verlieren. Und dann werde ich Sie alle behalten. Haben Sie das verstanden? Holen Sie Ihr Teil und setzen Sie es ein. Selbst Lügner und Betrüger können miteinander handeln, wenn sie einander dabei nur genau im Auge behalten. Gut erkannt. Das hat mich jetzt ganz schön überrascht. Du dachtest, du musst kämpfen, oder was? Die Hälfte der Kristalle, Brink. Denken Sie dran. Sie jagen mir keine Angst ein, Sie haarloser Affe. Weil ich hab doch jetzt die Maschinenteile nicht mehr. Vielleicht können sie wieder ausbauen. Funktioniert ja eh nicht. Also zurück zur Kathedraleninsel. Ja, ich wollte gerade sagen, da habe ich ja irgendwas übersehen da. Das ist ja doof. Also nochmal zurück. Vielleicht war es auch die falsche Reihenfolge. Hm. Erst ihn machen, Brink umhauen und dann zurück zur Maschine. Na gut. Weshalb sie jetzt auch noch nicht funktioniert. Weil es im Drehbuch noch nicht vorgesehen ist, dass sie jetzt schon funktioniert. Kathedraleninsel, ne? Genau.
Na dann. Ach so, na dann. Soll ich die Maschinen wieder auseinandernehmen? Nee, das ergibt doch keinen Sinn. Ja, nur das eine Teil rausnehmen, was du da eingesetzt hast. Labor. Und was seltsamerweise in zwei Maschinen passt. Warte mal, außerirdisches Gerät. Ich geh mal hier hin und batsch mal wieder auf einen der Knöpfe hier. Ich weiß nicht, wie ich mit diesem Gerät umgehen soll. Achso. Stimmt. Da war ja was. Genau. Reparieren geht, aber umgehen geht nicht. Hä? Konsole, was haben wir hier an der Konsole? Eine Reihe kristalliner Geräte. Okay, hier gibt es irgendwie keinen Knopf oder so. Ja, nichts zum Bedienen. Das heißt, wir sollen sie noch nicht bedienen. Maschinenteil. Das nehme ich besser mit. Genau. Okay. Na dann. Latsch, latsch, zurück. Warum haben wir es dann eingesetzt? Ich habe keine Ahnung. Maggie nimmt das Ganze auch eher gelassen. Ja, latsch mal zurück zu Low. Ja. Brink. Brink, wir sind Low. Ja. Bist du noch du? Natürlich bin ich noch ich, wir sind ja nicht bei David Lynch. So, jetzt wieder über die Lichtbrücke. Genau. Und rüber zur Gruftinsel. Ihr dürft uns später danken, Team Bahn. So, dann bin ich aber gespannt. Maus, los, wird wieder zum Zeiger. Danke. So. Geben wir Brink mal einfach das Maschinenteil. Denken Sie an unsere Abmachung, Brink. Ich bringe Ihre Maschine zum Laufen, dafür bekomme ich die Hälfte der Kristalle. Aber ich teile sie auf. Daran kann ich mich genau erinnern. Denken Sie an unsere Abmachung, Brink. Ich bringe Ihre Maschine zum Laufen, dafür bekomme ich die Hälfte der Kristalle. Aber ich teile sie auf. Daran kann ich mich genau erinnern. So, benutze Maschinenteil mit Loch. Das Loch. So, ist das da reingesetzt? Es passt perfekt. Genauso haben sich die Außerirdischen das gedacht. Funktioniert diese Maschine wenigstens? Keine Ahnung. Es ist nichts passiert. Doch, sie vibriert. Haben Sie Geduld. Wer weiß, wie schnell sie arbeitet. Wir müssen einfach warten. Kein Problem. Wir jetzt teilen 50-50, richtig? Natürlich. Es leuchtet das Ding. 50-50. Und es ist ein Kristall hergestellt worden. Ist das alles? Nur zwei? Ich brauche mehr als zwei. Dazu kann ich nichts sagen, Brink. Aber ich brauche mehr als einen, das ist sicher. Sie haben immer noch jeden Kristall, den Sie finden konnten und alle, die Sie mir gestohlen haben. Fassen Sie sie nicht an! 50-50 haben Sie gesagt, Brink. Sie müssen hunderte dieser Kristalle haben. Wenn ich diese zwei nehme, ist es noch nicht mal 50-50. Es könnten aber auch nur 50% sein. Ich wusste, Sie sind ein Lügner und Betrüger. Sie wollten mir nicht einmal einen davon lassen. Ich werde die Maschine noch verbessern. Sie wird mehr produzieren. Aber nicht, wenn wir weg sind. Ich brauche das Maschinenteil für den Generator. Sie werden die Finger von der Maschine lassen, Sie lügnerischer Dieb! Wenn das Auge erst funktioniert, können Sie entweder mit uns zurück zur Erde kommen, oder Sie bleiben hier, holen das Teil und stecken es wieder in Ihre Maschine.
Haben Sie nur ein wenig Geduld. So, jetzt nehmen wir das Maschinenteil wieder mit. Nein. Meine Maschine hört auf. Sie haben meine Maschine zerstört. Sie sind ein toter Mann. Brink, bitte. Wir müssen doch nicht kämpfen. Sie können das Teil wiederhaben, wenn wir es nicht mehr brauchen. Alles, was Sie sagen, ist gelogen. Maggie, reden Sie mal mit ihm. Wenn Sie auch nur ein Wort sagen, dann bringe ich Sie auch um, Maggie. Brink, ich will Ihnen nicht wehtun. Sie werden mir nicht wehtun, wenn Sie tot sind. But it's still on the list. So, jetzt prügeln die sich. In einer Videosequenz. Maggie wird auch weggerammt. Mhm. Ah ne, Lo hat immer noch keine Hand. Du meinst Brink. Meine ich ja. Er hat einen Stein hochgehoben und wollte ihn damit erschlagen. Oh Maggie, bitte glauben Sie mir, ich wollte ihn nicht verletzen. Ich wollte doch nicht, dass er stirbt. Und ist ein Abhang runter. Der hier gestorben ist. Brink starb, als er durch das Loch in den Nexus gefallen ist. Es war etwas anderes, das über den Felsen gestürzt ist. Irgendetwas Fremdes. Entstanden durch diese Todeskristalle. Maggie, machen wir einen noch viel schlimmeren Fehler, wenn wir das Auge aktivieren? Der schlimmste Fehler, den wir machen können, ist es, in dieser Welt auch nur eine Sekunde länger zu bleiben als nötig. Wir müssen alles tun, was wir können, um zu überleben. Und wenn wir dabei sterben? Haben Sie es immer noch nicht kapiert, Boston? Dieser Ort hier ist schlimmer als der Tod. Ich würde lieber sterben, als hier zu bleiben. Okay. So, jetzt haben wir zwei. Wir brauchen noch ein paar mehr Kristalle. Also bauen wir das wieder rein. In die Maschine. Schnapp ich mal Kristall. Haben wir jetzt vier? Wenn sie mal zwei sind, ja. Ich habe viele Kristalle. Können wir das nochmal machen? Jo, machen wir einfach nochmal. Sicher, sicher. Na dann. So, Maschinenteil gekrallt, grüne Kristalle gekrallt und jetzt zurück zur Maschine, die wir eigentlich reparieren sollten. Zur Kathedrale. Zur Kathedrale. Cthulhu. Genau. Large, large, large. Raus. So, also Brink ist halt ohne Hand, wollte er ihn mit dem Stein erschlagen, hat das Gleichgewicht verloren oder Maggie hat ihn getreten, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall ist er dann den Abhang runtergerauscht. So über die Klippe gekippt. Für alle Let's Have Game Fans. Der Vogel, das Nest wir weggekickt haben, der fliegt da immer noch rum. Auf der Suche nach seinem Nest. Dumm Vogel. Aber jetzt haben wir in alter USA-Manier einfach entfernt. Genau. Oh, wisch den Scheiß. Hast du wirklich gerade USA-Lach gesagt? Ja. Ja, Amerika besteht mehr aus den als in den USA. Dann wenigstens US-Amerikaner. Sag doch Brasilianern. Ja, aber nicht USAler. Brasilien ist keine Abkürzung. Ach so. Ja, das wird, ist, als würdest du DDRler sagen. So, benutze Maschinenteil mit Konsole. Vielleicht passiert ja jetzt was. Na, noch nicht. Das ist ja rechts und links war immer noch ein Loch. Ach so. Und ich glaube, ich weiß, was wir da machen müssen. Der Außerirdische hatte recht. Das Ding hat schon einen von uns getötet. Aber jetzt ist es wieder dort, wo es hingehört. So, sehen wir nämlich die Kristalle hier. Nutze leuchtenden grünen Kristall mit Mulde. Die passen da nämlich wunderbar rein. Nämlich zwei. Die Kristalle, für die Brink sterben musste. So, zurück. So, das passt jetzt nämlich rein und jetzt haben wir ja irgendwo oben einen Knopf. Viele Bedienelemente gab es jedenfalls nicht, das stimmt.
ist denn der Knopf hier? Gab's denn nicht so einen leuchtend gelben? Na, weiter oben war der, ne? Ja, okay. Da ist er, genau. Außerirdisches Gerät. Der Gerät. Hau mal hoch, Knopf. Einmal durch Maggie durch. Tolle Kollisionsabfrage. Ich weiß nicht, wie ich mit diesem Gerät umgehen soll. Na gut, dann quatschen wir mal mit Maggie. Robbins. Außerirdisches Gerät hier. Sie sind diejenige, die außerirdische Bücher liest. Was genau passiert, wenn wir die Maschine mit genügend Kristallen bestücken und einschalten? Ich bräuchte Jahre, das alles zu lesen, Boston. Und von dem, was ich lese, verstehe ich auch nur die Hälfte. Aber zweifellos ist diese Maschine gefährlich. Der Außerirdische hat uns gewarnt. Es würde mehr kosten, als wir uns je vorgestellt haben. Was meint er damit? Das könnte bedeuten, dass alleine das Einschalten der Maschine uns schon töten könnte. Sie meinen, es könnte eine Falle sein? Ich meine, die Maschine könnte mehr benötigen als Lebenskristalle. Sie könnte alle Energie aus jedem herausziehen, der sie benutzt. Dann werde ich sie einschalten. Machen Sie sich nicht lächerlich. Es könnte auch gar nichts passieren. Oder sie könnte jeden umbringen, der nicht an den Instrumenten steht. Boston, ich möchte Ihnen nur sagen... Keine Lebewohls. Wir kommen beide nach Hause, Maggie. Ich bin nicht sentimental, Boston. Ich wollte nicht Lebewohl sagen. Ich möchte nur, dass Sie mir etwas versprechen. Ich habe jedes Versprechen gebrochen, das ich Brink gegeben habe. Und jetzt wollen Sie, dass ich Ihnen etwas verspreche? Was mit Brink geschehen ist, hätte niemand ändern können, Boston. Ich weiß, dass Sie Ihr Wort halten werden. Was soll ich versprechen? Wenn ich sterbe und Sie leben, benutzen Sie die Kristalle nicht. Holen Sie mich nicht zurück. Haben Sie verstanden? Sind Sie sicher? Ich habe gesehen, was aus Brink geworden ist. Ich möchte nicht, dass dasselbe mit mir geschieht. Sie würden nicht Maggie Robbins retten. Sie würden ein Monster kreieren. Mit meinem Gesicht, meinen Erinnerungen. Tun Sie es nicht. Versprechen Sie es mir. Ich verspreche es Ihnen, Maggie. Und umgekehrt, okay? In Ordnung. Und jetzt erzählen Sie mir die Wahrheit, Maggie. Sind Sie sicher, nicht doch irgendwo herausgefunden zu haben, dass demjenigen, der die Maschine anstellt, irgendetwas Schlimmes passiert? Boston, ich weiß nicht mehr als Sie, was geschehen wird, wenn ich dieses Ding einschalte. Wenn das eine Lüge ist, dann werde ich richtig wütend, Maggie. Ja, ich weiß. Yeah, I know. Dann mal los. So, Maggie fingert an welchen grünen Kristallen rum? Boston, Fummel, Fummel. Mit halb offenem Mund. Genau. Weil jetzt entsteht ein Licht in der Mitte des Raums. Mhm. Sie quatscht nochmal irgendwas an. Jetzt fangen sich diese komischen Flüssigkristallkugeln an zu drehen. Das Licht wird größer. Die UFOs. Und sie quatscht nochmal auf ein grünes Feld. Mhm. Sie scheint recht geübt darin zu sein. Genau. Und oben an einem anderen Teil des Wegs. Verklemmt. Ich muss es aufstellen. Da wibbelt etwas. Seien Sie vorsichtig! Ah, es ist eine große Energiesphäre entstanden in der Mitte des Raums. Maggie geht jetzt zu der Stelle, die angeblich verklemmt ist. Und öffnet eine Klappe. So, fällt dabei herunter, weil Geländer gibt's ja nicht. Ach ja, sie ist auf dem Weg gelandet. Maggie, Sie Lügnerin. Sie wussten, das würde passieren. Das Auge? Es hat geklappt. Das Auge ist wiederhergestellt. Dann war es das wert. Fahren Sie nach Hause. Maggie. Maggie stirbt. Aha, was für ein Billigtod. Wie sinnlos. So, ich speichere mal. Was ist das? Weil ab jetzt wird es nämlich interessant. Aha. LP6. Weil... Also, wir haben jetzt in der Mitte des Raums, also um diesen Weg drumherum, ne, ist eine riesige Energiesphäre entstanden. Und oben ist dann eine quasi am auf der 12. der Energiesphäre, also genau oben, war eine Klappe, aus der Energie ausströmen sollte, aber diese Klappe hat geklemmt. Da hat Maggie dann rumgezerrt und ist dabei runtergerutscht, nachdem es die Verklemmung da gemacht hat. Ist auf dem Weg gelandet, sehr convenient, sie hätte auch ganz weit runterfallen können. Ist jetzt in Losarmen gestorben. Aha. Und da ist jetzt ein Energiestrahl rausgekommen an der 12 von der Energiesphäre, ist auf den Kristall getreten und hat bei diesem Auge, also bei der Mitte der Lichtbrücken, quasi eine Tür in der Mitte dieses Auges, nennen sie das, geöffnet. Jo. Da kommen wir jetzt quasi reinstiefeln. Dann tun wir das doch. So, genau. Endlich wäre ich hier. So, geh mal nach draußen hier. Im weitesten Sinne ist das auch nicht sehr viel mehr als Mist in Comic-Grafik.
von Insel zu Insel und irgendwelche Lichtbrücken und Geräte bedienen. Oder weißt du, wer von wem abgeguckt hat? Ja. Nur, dass bei Misty Grafik besser war. So, dann hatte ich nochmal darüber. Und die Kollisionsabfrage. Ich glaube, da kam noch was. So billig war es, glaube ich, jetzt doch nicht. Genau. Da kommt nämlich so ein Viech raus. So ein Bärhund. Mhm. Der reicht auch. Genau, so. Den müssen wir jetzt ein bisschen... Ich hätte wissen müssen, dass der Erfinder noch einen Trick auf Lager hat. Genau, jetzt ist nämlich da so ein fetter Wachhund. Ist uns zurückgekommen. Mhm. So, jetzt müssen wir... Mhm. Der Kieferknochen oder die Schaufel? Würde ich vorschlagen. So, nee, der Richter läuft nämlich auch auf dem Ding. Achso. Einfach die Lichtbrücke abschalten. Wo der Richter drauf ist und der flatscht jetzt nämlich ins Wasser. Flatsch. Das war die letzte Chance des Erfinders, mich zu stoppen. Ich werde in die Sternzeit 6 gehen. Ich werde das Volk dieses Planeten zurückholen und dann wird es ein Schiff bauen, das mich zurück zur Erde bringt. So, schalten wir die Lichtbrücke wieder an. Wir müssen da rüberlatschen. Ansonsten wäre Team Bahn nochmal dran gewesen. Wir ersparen euch das. Genau, geht ja so sowieso schneller. So, also er hat die Lichtbrücke halt abgeschaltet, als das Vieh wieder zurückgelatscht ist zum Auge. Hä? Und dadurch guckt er es blöd, als es dann nach unten fiel. Was noch so gefehlt hat, ist der verarschte Hund. Das verarschte Hund, ja. So, jetzt stehen wir hier vor dem Auge. Na dann. Das ist im Grunde genommen, also... Ja, so ein Tetraeder-Pentagon-Dingsbums da. Pentagon. Genau, also wie diese Dinger aus, wer Seven Days geguckt hat, diese Zeitreisekapsel. So sieht das Ding aus. Mhm. So, und das hat jetzt so eine... Inzwischen sieht es fast aus, als ob es aus Felsen gemacht ist. Und da ist in der Mitte halt ein fünfeckiges Loch. Und da scheint es durchzugehen, aber anscheinend in eine andere Dimension, weil am anderen Ende sieht man nämlich auch eine Öffnung, aber da ist nicht das zu sehen, was hier in der eigentlichen Welt dahinter zu sehen ist, nicht Wasser, sondern das sieht eher aus wie Nebel und ein paar Berge. Na dann, rinnen mit uns. Rinnen ins Auge. Das hier ist wohl die wirkliche Prüfung. Kann ein Praktiker von der Erde das schaffen, was all die Erbauer dieses Ortes nicht geschafft haben? Kann ich in die Sternzeit 6 gehen und trotzdem den Weg zurückfinden? Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Genau. Er ist durchgelatscht und steht vor einem Portal. Mhm. Ein Portal. Okay, dann gehen wir durch das Portal. Und er verschwindet in dieser großen Kugel. Das war eine Energiekugel, die hat er angefasst. Es ist wunderschön. Genau, jetzt fliegt er durch so. Hier kann man sich wirklich leicht verlieren. Zeit und Raum. Und überall sind. Nein, ich gehe nicht weiter hinein. Sind Kugeln? Ich bleibe hier, wo ich noch zurückgehen kann. Naja. Sie sind so stark, wie wir gehofft hatten, Mensch. Ich kann sie verstehen. In der Sternzeit 6 kann jeder lebende Geist mit allen anderen perfekt kommunizieren. Sie stehen an der Schwelle, Mensch. Zeigen Sie uns den Pfad zurück ins Leben. In die Wirklichkeit. Zu einem Ort, an dem wir alle einmal sterben, ja. Aber bevor wir sterben, werden wir leben. Jede Vergangenheit und Zukunft. Ich kann alles sehen. Aber welche ist wirklich? Alle. Gehen Sie nun zurück, Mensch. Bringen Sie mich nach Hause. Mit einem. Mein Volk hat seine Körper, seine Knochen, seine Leben wieder. Wir stehen tief in ihrer Schuld, Commander Lo. Alles, was ich möchte, ist, jetzt wo meine Freunde tot sind, zur Erde zurückzukehren und zu erzählen, wie sie gestorben sind. Warum sollen sie ihre Geschichte nicht selbst erzählen? Ich wünschte, sie könnten. Sie kannten den Weg heim, aber ich kenne alle anderen Pfade durch Zeit und Raum. Halt! Nicht wieder da reingehen! Ich habe Ihnen ein Geschenk mitgebracht. Maggie! Brink! Sie leben! Wir waren verloren, aber dieses Wesen hat uns gefunden und zurückgeführt. Maggie grinst.
Und umarmen sich. Oh. Maggie, ich dachte, ich hätte sie für immer verloren. Sie haben wirklich nicht versucht, mich mit den Kristallen wiederzubeleben. Nein, ich habe es Ihnen versprochen. Und außerdem, was die Kristalle wiedererweckt hätten, das wären nicht Sie gewesen. Ich weiß, Boston. Sie haben Ihr Wort gehalten. Und Sie haben doch einen Weg gefunden, mich von den Toten zurückzuholen. Nein, das war ich nicht. Aber ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich bin auch wieder frei vom Wahnsinn der Kristalle. Aber sieht aus wie 90. Sie haben es geschafft, Lowe. Also wieder einfach nur ein Arschloch. Nein, unser Freund hier hat es geschafft. Nein, die Ehre gebührt allein Ihnen. Einst haben wir einen großen Erfinder verehrt, weil er uns die Pforte zur Unendlichkeit geöffnet hat. Aber Sie haben uns die Pforte zurück ins wahre Leben geöffnet. Ich bin doch nur ein Kerl, der wieder nach Hause will. Mein Volk ist schon dabei, ein großes Kristallschiff zu bauen, das Sie wieder dorthin bringt. Aber wir können wieder hierher kommen, nicht wahr? Sie und alle anderen, die es wünschen. Sie sind ein junges Volk. Stark und voller Hoffnung und Leidenschaft. Wir können ihnen viel beibringen und natürlich auch noch sehr viel lernen. Zwischen unseren Völkern wird für immer Freundschaft herrschen. Ich hoffe, da haben Sie recht. Nicht alle Menschen sind so nett wie wir. Oh, ich weiß. Alle jungen Spezies sind so. Aber keine Sorge. Wenn irgendjemand gegen uns kämpfen will, werden wir ihn wie einen Käfer zerquetschen. Wie beruhigend. Das Schiff ist fast fertig. Gehen Sie heim und erzählen Sie Ihrem Volk, was hier vollbracht wurde. Dem Volk etwas zu erzählen, das ist Maggies Job. Und uns nach Hause zu bringen, das war Ihrer. Sie haben es geschafft, Boston. Danke, Boston. Wir danken Ihnen alle, Boston Low. Gehen Sie in so eine Leuchtkristall rein, Leuchtpyramide. Und Boss Lo gibt jetzt dem Alien die Hand. Das guckt etwas doof. Gibt ihm seine Pfote. Lo schüttelt das Ding. Der guckt immer noch verwirrt. Jetzt ihm schön gemacht. Und er verschwindet auch in diese... Ah nee, das ist wieder dieses Tetraeder-Dingsbums da. Genau. So, das Ding hebt jetzt ab. In die Weiten des Alls. Verschwindet in einem Lichtblitz. Entwurf und Regie, Sean Clark. So, nach einer Idee von Steven Spielberg. Jetzt kann ich ja erzählen, was da los ist. Zusätzliche Handlung, Steven Spielberg. Was? Zusätzliche Handlung, Brian Moriarty. Also, was ist in dem Video zu sehen gewesen? Also, Lowe fasst also eine riesige Energiekugel an. Jo. Die war so bestimmt 5 Meter im Durchmesser, wenn nicht sogar noch größer. Und verschwindet dann in einem Lichtblitz in dieser Kugel. Yo. Und saust dann so durch den Weltraum. Dr. Strange bei seiner Erweckung. Genau, so durch die ganze Gegend. Ja? Und sieht überall so kleine Kugeln, wo Szenen drin zu sehen sind. Felsen und Burgen und ähnliches. Und zwischen diesen Kugeln, die diese Szenen enthalten, düsen auch immer mal wieder so ein paar, also wie die Eiskristalle, so überall hin. Und aus einem dieser Eiskristalle wird dann plötzlich eins von diesen Alienviechern und fängt dann an, mit ihm halt zu quatschen. Wegen, zeigen Sie uns den Weg zurück und so weiter und so fort. Und das macht er dann auch. Und zwar fasst er die bei der Hand und zieht die zurück zu dem Alien-Planeten hier. Einen nach dem anderen. Beziehungsweise zwei hat er zurückgezogen oder nur einen hat er zurückgezogen. Und dann kommen halt Umblende, wie halt diese Alienviecher jeder in einer anderen Stelle auf dieser Insel halt landen. Ein paar in einen Höhlen, nächste auf so einer komischen Plattform. Sich fröhlich verteilen, ja. Genau, so. Und dem Ober-Alien da, was sich dann halt verloren hat, das zieht er halt zurück zum Nexus. Ja? Na, wo bringt er jetzt am Anfang runtergestürzt ist. Und als Dankeschön holt das dann eben Maggie und Lo zurück. Mhm. Maggie sieht noch völlig in Ordnung aus, grinst ihn halt an und... Brink. Maggie sieht nur ein gescheites Jahr und Brink. Maggie und Brink. Brink, sorry. Wäre ich mir wohl nie merken können. So, und Brink... ist halt auch wieder da und scheint wieder geistig klar zu sein. Sieht aber aus wie 190. Wie vorher halt eben auch schon. Ja, so in etwa. Nee, so. da war er noch nicht, da sah er noch nicht ganz so alt aus in den Videos. Aha. Jetzt, ja, wer weiß, aus welcher Zwischenzeit sie ihn da rausgefischt haben. Genau, so. Und dann haben sie halt, Dankeschön, das Alien-Stift da zusammengebaut und... innerhalb von 3 Sätzen. Genau, sind in der Zeit abgedüst. So, das war das Ende, was man machen kann, wenn man das halt normal spielt. Jetzt warten wir noch den Abspann ab. Und dann gibt's ja noch ein zweites Ende. Mhm.
So. Marketing und Verkaufsleitung. Naja, das muss man nicht vorlesen. Gut, dann breche ich mal den Abspann an der Stelle ab und zeige euch mal das zweite Ende. Genau. Laden. Long Let's Play 6. So, jetzt liegt Maggie hier tot. Und zwar, jetzt können wir sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von vorhin? Nehmen ein Lebenskristall. Und retten sie. Und benutzen sie das auf Maggie. Und erwecken sie zum Leben. Sie wacht auf. Low lächelt. Genau. Maggie fässt sich im Kopf an. Und ist sauer. Oh nein, Low, Sie haben es mir versprochen. Sie rennt hoch über den Felsen und springt. Nochmal. Ja. Mhm. Und bringt sich um. Ja. Low ist dann so auf die Knie gesunken. Oh nein, was habe ich getan? Mhm. So, der Rest ist relativ identisch. Dann gehen wir mal zum Auge. Genau, aber es kommt noch eine Kleinigkeit, die dann nachher anders ist. Jetzt kommt erstmal der Richter wieder. Le Wachhund. Also ich kriege zurück. Ich hätte wissen müssen, dass der Erfinder noch einen Trick auf Lager hat. Genau, seltsames Gerät. Und schalt mal Brücke ab. Ja. Das Viech guckt blöd und landet im Wasser. Uff. Das war die letzte Chance des Erfinders, mich zu stoppen. Ich werde in die Sternzeit 6 gehen. Ich werde das Volk dieses Planeten zurückholen und dann wird es ein Schiff bauen, das mich zurück zur Erde bringt. So. Bauen wir die Brücke wieder auf. Zurück. Ab auf die Lichtbrücke. So, rein ins Auge. Das hier ist wohl die wirkliche Prüfung. Kann ein Praktiker von der Erde das schaffen, was all die Erbauer dieses Ortes nicht geschafft haben? Kann ich in die Sternzeit 6 gehen und trotzdem den Weg zurückfinden? Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Ab in das Portal lad, lass ich die Energiekugel patschen. Jetzt düst du da halt rum durch diese ganzen Sphären da. Es ist wunderschön. Jo. Hier kann man sich wirklich leicht verlieren. Nein, nein, ich gehe nicht weiter hinein. Ich bleibe hier, wo ich noch zurückgehen kann. Sie sind so stark, wie wir gehofft hatten, Mensch. Ich kann sie verstehen. In der Sternzeit 6 kann jeder lebende Geist mit allen anderen perfekt kommunizieren. Sie stehen an der Schwelle, Mensch. Zeigen Sie uns den Pfad zurück ins Leben. Diese übliche Glauben. Genau, da hat sich jetzt erstmal nichts geändert. Zu einem Ort, an dem wir alle einmal sterben, ja. Aber bevor wir sterben, werden wir leben. Jede Vergangenheit und Zukunft. Ich kann alles sehen. Aber welche ist wirklich? Gehen Sie nun zurück, Mensch. Bringen Sie mich nach Hause. Mein Volk hat seine Körper, seine Knochen, seine Leben wieder. Ach nee, der hat das Viech nicht zurück zum Nexus gebracht, sondern zurück zum Portal. Alles, was ich möchte, ist, jetzt wo meine Freunde tot sind, zur Erde zurückzukehren und zu erzählen, wie sie gestorben sind. Warum sollen sie ihre Geschichte nicht selbst erzählen? Ich wünschte, sie könnten. Sie kannten den Weg heim, aber ich kenne alle anderen Pfade durch Zeit und Raum. Jetzt holt er auch wieder Maggie und Brink zurück. Halt! Nicht wieder da reingehen! Ich habe Ihnen ein Geschenk mitgebracht. Maggie! Brink! Sie leben! Wir waren verloren, aber dieses Wesen hat uns gefunden und zurückgeführt. Maggie ist diesmal aber stinksauer. Maggie! Sag mal nichts. Als Sie gestorben sind, da... Mann, bin ich froh, Sie zu sehen. Und knallt ihm eine. Ich weiß nicht, ob ich froh bin, Sie zu sehen, Boston.
Sie haben Ihr Versprechen gebrochen. Es tut mir leid, ich wollte einfach nicht ohne Sie weitermachen. Aber Sie wussten, dass es kein Leben ist, was die Kristalle wiedererwecken. Das war nicht ich. Aber jetzt sind Sie es. Ja, das stimmt. Ich bin auch wieder frei vom Wahnsinn der Kristalle. Sie haben es geschafft, Lo. Nein, unser Freund hier hat es geschafft. Nein, die Ehre gebührt allein Ihnen. Einst haben wir einen großen Erfinder verehrt, weil er uns die Pforte zur Unendlichkeit geöffnet hat. Aber Sie haben uns die Pforte zurück ins wahre Leben geöffnet. Ich bin doch nur ein Kerl, der wieder nach Hause will. Mein Volk ist schon dabei, ein großes Kristallschiff zu bauen, das Sie wieder dorthin bringt. Aber wir können wieder hierher kommen, nicht wahr? Sie und alle anderen, die es wünschen. Sie sind ein junges Volk. Stark und voller Hoffnung und Leidenschaft. Wir können ihnen viel beibringen und natürlich auch noch sehr viel lernen. Zwischen unseren Völkern wird für immer Freundschaft herrschen. Ich hoffe, da haben Sie recht. Nicht alle Menschen sind so nett wie wir. Oh, ich weiß. Alle jungen Spezies sind so. Aber keine Sorge. Wenn irgendjemand gegen uns kämpfen will, werden wir ihn wie einen Käfer zerquetschen. Wie beruhigend. Das Schiff ist fast fertig. Gehen Sie heim und erzählen Sie Ihrem Volk, was hier vollbracht wurde. Dem Volk etwas zu erzählen, das ist Maggies Job. Und uns nach Hause zu bringen, das war Ihrer. Sie haben es geschafft, Boston. Danke, Boston. Wir danken Ihnen alle, Boston, Low. Das war schon wieder das Schiff rein. Und das Übliche. Sie ist auch trotzdem recht gut drüber hinweggekommen. Mhm. Winke, winke. Also Knackquatschen statt ein Umarmchen. Genau. Schmalz. Im Leben. Genau. Und nochmal der Abspann. Genau, jetzt können wir nochmal durchlaufen lassen. Genau. Entwurf und Regie Sean Clark nach einer Idee von Steven Spielberg. Hierlage Außen Scott Clark, Sean Clark, zusätzliche Handlung Steven Spielberg, zusätzliche Handlung Brian Moriarty, künstlerische Gestaltung Bill Eyck, Kreaturentwürfe Peter Shan, leitender Künstler William Tiller, Hintergrundgrafiken William Tiller, Adam Schnitzler und Bill Eakin, Animation Kevin Boyle, Sean Turner, nochmal ein paar Animationstypen, es läuft zu schnell, ich kann es nicht alles lesen. Musst du auch nicht, es ist ein Abspann, den muss man nicht vorlesen. Naja, für die Blinden. Ich als Blinder sage, man kann drauf verzichten. 3D-Animation LucasArts. Ja. Ralf, Mark, Daniel und Ron. Aha. Micha Deuss, was auch immer das sein soll. ILM! Lincoln, Jay, Joe und Thomas. Grafische Technik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute. Mhm. Leitung und Effekte. Nur ein Typ. Dafür gibt es aber nochmal Effekte. Ein Typ. Musik. Mhm. Michael Land. Also doch kein Hans Zimmer Score. Okay. Wagner, Ouvertüre und Prälude. Von 1989? Naja, eher 1800, ne? Na, die jeweilige Aufnahme von 1989. Hey, Scum System. iMuse Music System. So, wollen wir noch irgendwelche bewegenden Worte zu diesem Spiel loswerden? Ich bin leicht unterwältigt. Man hätte so schön ein Spiel mit 3 Hauptcharakteren draus machen können, zwischen denen man hin und her schaltet. Und LucasArts konnte das zu der Zeit schon. Ich sag nur der hier für Tentacle. Ja. Und trotzdem haben sie es gelassen. Und haben die beiden anderen Charaktere so ganz schön eindimensionalen Nebenrollen gemacht. Das ist gar nicht mal so toll geschrieben. Also das Spiel findest du nicht gut, nein? An sich, spielerisch als Spiel ist es schon okay, auch wenn es nur das ewige Rumgerenne in einem Adventure-Vergnügungspark ist. Was macht der Erfinder? Der räumt jetzt wieder alles so zurück und reißt wieder alle Platten und Kristalle raus und verteilt die und macht wieder alle Lichtbrücken aus und wartet auf die nächsten. Und wo haben die jetzt tatsächlich gelebt? Weil alles, was man von dem Spiel gesehen hat, ja, das war halt